Hallo, ich bin die Katrin. Ich bin Gärtnermeisterin für Garten- und Landschaftsbau und zeige euch heute, wie man eine Regenwasserzisterne richtig einbaut und anschließt, um das Regenwasser anschließend im Garten nutzen zu können. Im Vorfeld gibt es für die Planung dieses Projektes einiges zu beachten. Zum einen informiert euch beim Bauamt, ob ihr dafür eine Genehmigung benötigt. Zum anderen klärt die Grundwassersituation bei euch auf dem Grundstück. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Zisterne in welcher Größe für euer Projekt in Frage kommt, schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort haben wir euch einige Links zur Planung zusammengestellt. Jedes Grundstück ist natürlich ein bisschen anders. Worüber ihr dringend nachdenken müsst, ist der Wasserzulauf. In der Regel ist es das Fallrohr am Haus, so auch in unserem Falle. Dazu gehört noch ein Wasserüberlauf und die Stromzufuhr für die Pumpe. Als erstes müsst ihr die Position eurer Zisterne festlegen. Dabei ist es wichtig, dass der Abstand zum Haus von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird. Ein solches Projekt gehst du natürlich nicht alleine an, dafür benötigst du 1 bis 2 Helfer. In meinem Falle hilft mir der Jan und wir stecken jetzt als erstes Mal unsere Baugrube ab. Wenn du die Größe der Baugrube festlegst, plane rund um den Tank mindestens 10 cm für die Verfüllung. Besser aber 20 bis 30, das ist auch ein bisschen abhängig von der Bodenbeschaffenheit bei der Ausschachtung. So, die Position der Zisterne haben wir nun festgelegt und die Grube markiert. Jetzt können wir anfangen auszuschachten. Am besten machen wir das nicht nur mit dem Spaten, sondern dafür holen wir uns den Bagger dazu. Bei der Ausschachtung ziehen wir als erstes die Grasnarbe oberflächlich ab. Sollte die im Garten noch irgendwo Wiederverwendung finden, könnt ihr euch die an die Seite legen. Unter der Grasnarbe liegt der gute Mutterboden. Den sollten wir bei der Ausschachtung zusammenziehen und an die Seite legen, denn den brauchen wir hinterher wieder für die Verfüllung. Das tieferliegende Erdreich brauchen wir später nicht mehr, deswegen können wir es bei der Ausschachtung gleich verladen und abfahren, denn die Zisterne wird ja später mit Kies angefüllt. So, jetzt haben wir schon ganz schön tief gegraben. Für unser Loch reicht es noch nicht ganz. Wie tief gegraben wird, errechnet sich zum einen aus der Aufbauhöhe der Zisterne mit Domschacht und der darunterliegenden Kiesschicht als Auflage. In unserem Falle ca. 1,50 Meter. Dafür müssen wir noch ein bisschen weiter schachten. Den Graben für Wasserzu- und Ablauf haben wir bereits ausgeschachtet. Jetzt geht es noch daran, für Stromzufuhr und die Wasserentnahmestelle einen entsprechenden Graben anzulegen. Um einen Graben im Garten zu schachten, wollte ich euch noch schnell die wichtigsten 3 Handwerkzeuge einmal kurz vorstellen. Das ist zum einen ein Spaten. Damit stechen wir das Erdreich los, können die Rasensoden in der Oberfläche losstechen. Dann gibt es die Wiederhopfhaue. Die ist mit viel Schwung nochmal dafür da, um auch sehr feste Bodenschichten noch einmal aufzulockern. Und anschließend benutze ich die Schaufel, um das gelockerte Erdreich aus dem Graben herauszuschaufeln. So, wir haben jetzt die Grube sowie die Zu- und Ableitungsgräben ausgeschachtet. Das ist soweit fertig. Jetzt planieren wir noch mal ganz kurz unten in der Grube den Grund, damit alles schön eben ist. Und dann können wir anfangen mit der Kiessohle. Um den Schachtgrund nun unten ganz schön in die Ebene zu schieben, benutzen wir einfach die Schaufel und schieben das lose Material am Grund noch einmal glatt. Mit dem Handstampfer drücken wir das lose Material noch mal verdichtend ineinander. So, der Schachtgrund ist nun in die Ebene gelegt. Als nächstes können wir die Kiessohle einbauen. Dafür schütten wir ca. 10 bis 12 cm Rundkornkies als Sohle und ziehen die in der Oberfläche in die Waage. Die Kiesschicht dient als Bettung für den Zisternenbehälter. Welchen Kies ihr am besten benutzt, könnt ihr entweder in den Herstellervorgaben nochmal nachlesen oder euch im Baumarkt entsprechend beraten lassen.
Wenn das Kiesmaterial eingefüllt ist, wird die Oberfläche in Waage abgezogen. Dabei ist es wichtig, mit der Wasserwaage sowohl längs als auch quer die Waage immer wieder zu prüfen. Denn der Tank soll ja nachher auch gerade stehen. So, die Kiesbettung ist jetzt Waage abgezogen. Jetzt sind wir endlich an dem Punkt, an dem unsere Zisterne in die Grube gelassen werden kann. Eigentlich ist die Zisterne gar nicht so schwer. Man könnte sie auch mit 2 bis 4 Personen einfach über so einen Schlupf in die Grube ablassen. Da es bei uns heute sehr rutschig und matschig ist, werden wir dafür noch den Bagger zur Unterstützung nehmen. Wenn die Zisterne auf das Kiesbett gestellt ist, ist es wichtig, mit der Wasserwaage noch einmal zu kontrollieren, ob alles in Waage ist. Jetzt, wo die Zisterne im Loch steht, befüllen wir sie ca. 1/3 mit Wasser. Das geht ganz einfach mit dem Gartenschlauch. Durch das Wasser bekommt der Tank mehr Gewicht, dadurch kann er sich besser setzen. Außerdem kann der Tank so auch nicht verrutschen, wenn wir gleich seitlich den Kies verfüllen. So, jetzt legen wir erstmal noch den Deckel auf den Schacht, damit uns bei der Arbeit in der Grube kein Dreck in die Zisterne fällt. Jetzt geht's ans Anfüllen. Bei der Verfüllung des Kieses um die Zisterne herum arbeiten wir lagenweise. Jede Schicht wird einzeln angestampft und verdichtet. Der Kies ist eigentlich selbstverdichtend, doch wir stopfen dennoch um die Zisterne herum ein bisschen und helfen beim Setzen. Der Tank ist nun bis zur Oberkante mit Kies verfüllt. Jetzt können wir das Rohr an den Überlauf anschließen. Die KG-Rohrleitung zusammenzustecken ist immer ein bisschen Puzzelei. Ich empfehle vorher zum Ausprobieren die Gummis zu entfernen. Dann lassen sich die Puzzleteile provisorisch zusammenstecken. Dann könnt ihr einmal vorher ausprobieren, ob auch alles zusammenpasst. Wenn ihr anschließend die Dichtungsgummis wieder in die Muffe drückt, achtet darauf, dass die geschlossene dünne Seite nach vorne zeigt. So, der Tank ist jetzt fast im Kies verschwunden. Wir haben nahezu bis zur Oberkante angefüllt. Die Überlaufleitung ist bereits angeschlossen. Jetzt geht es an die anderen Anschlüsse. Auch beim Zulauf müssen wir darauf achten, dass 1 bis 2% Gefälle in der Leitung liegen. Jetzt verlegen wir noch unsere Leerrohre für den Pumpenschlauch und die Stromzuleitung. Der Schlauch wird mit einer Schlauchschelle an der Pumpe fixiert. Dann können wir die Pumpe am Seil in den Tank ablassen. Das Sicherheitsseil wird an einem Haken im Domschacht befestigt. Das gleiche machen wir mit dem Kabel der Pumpe. Jetzt hängen wir noch das Sieb in den Schacht, das den Schmutz aus dem einlaufenden Wasser rausfiltert. So, jetzt haben wir alle Anschlüsse fertig. Die Pumpe ist auch schon drin. Jetzt verfüllen wir noch die letzte Kiesschicht. Wenn ihr wie wir noch ein bisschen Kies übrig habt, verteilt ihn einfach auch noch in der Grube, denn ein paar Zentimeter mehr können ja nicht schaden. Die letzte Kiesschicht wird noch einmal ein bisschen festgestampft, vor allem rund um die Rohre herum. So, der letzte Kies ist nun drin. Rohre und Tank sind abgedeckt. Nun verfüllen wir den Rest unserer Grube mit dem Aushubboden. Sollte bei euch der Boden im Garten nicht so schön sein und viele Steine enthalten, sollte die Oberschicht ca. 10 bis 15 cm aus Mutterboden bestehen. Wir haben in unserem Baubereich die Flächen noch mit Mutterboden angeglichen und anschließend Rollrasen draufgelegt.
Die Wasserentnahme funktioniert bei unserer Zisterne ganz einfach über eine Wassersteckdose. So, die Zisterne ist jetzt fertig eingebaut. Jetzt kann der Regen kommen. Tom, Respekt, wer es selber macht.